Fantastisch. Zielschläge sind so hart, dass sie den Schläger deines Gegners beschädigen. Wenn der letzte Schläger deines Gegners zu Bruch geht, kann die Partie nicht fortgesetzt werden und du gewinnst das Match. Ich weiß, K.O., kenn ich schon. Perfektioniere den Zielschlag und du wirst den wunderbaren Tennissport in einem ganz neuen Licht sehen. Glaub mir, ich übertreibe nicht. Du übertreibst doch. Wie soll man nun eine so gewaltige Angriffstechnik überhaupt kontern? Nun, es gibt auch eine ähnlich effiziente Defensivtechnik, den Super-Zeitlooper. Wie der Name schon sagt, bewegt sich dabei alles in deiner Umgebung in Zeitlupe, so dass du sonst unerreichbare Bälle noch erlaufen kannst. Wenn dir ein Ball um die Ohren zu fliegen droht, mach ihn sofort ganz langsam, um ihn noch erwischen zu können. So, so sieht es aus. Hui, guck mal. Oh. Hoppala. Ups, das war jetzt gerade knapp. Hoppala. Formidabel. Der Super-Zeitlooper ist eine tolle Methode, um schwierige Bälle zu erreichen. Und keine Sorge, seine Verwendung reduziert nicht die Schlagkraft deiner Zielschläge. Du solltest auch am Timing deiner Blocks arbeiten, um deinen Schläger vor den Zielschlägen des Gegners zu schützen. Okidoki. Warte, du bist der Gänsebein, ich erreiche und block ihn dann mit. Okay. Das war gerade ein bisschen zu schnell. Plopp. So geht's. Also mit super Zeitlooper solche Bälle zurückzuschlagen, ist nicht schwer. Ist wirklich nicht schwer. Bist du müde, Mario? Wenn du Zielschläge oder den super Zeitlooper einsetzen möchtest, musst du Energie ansammeln. Der Zielschlag und der super Zeitlooper sind anstrengende Techniken, für die die Energieanzeige mindestens zu ein Drittel gefüllt sein muss. Deshalb musst du stets darauf bedacht sein, deine Energievorräte zu erhöhen. Längere Ballwechsel und geladene Schläge sorgen dafür, dass deine Energie schrittweise zunimmt. Ein maximal geladener Schlag verschafft dir einen gewaltigen Energieschub und hat zudem ordentlich Wumms. Easy. Spitze. Aber es geht noch effizienter, nämlich mit Hilfe des Trickschlags. Beim Trickschlag setzt ein Charakter für ihn typische Fähigkeiten ein, um schwer zu erreichende Bälle noch zu erwischen. Um die eigene Begeisterung oder die der Zuschauer zu steigern, lass den Gegner glauben, dass er dich ausgespielt hat. Und überrasche ihn dann. Du solltest wissen, dass Trickschläge riskant sind. Wenn dein Timing nicht stimmt, verlierst du Energie, anstatt welche hinzuzugewinnen. Es liegt also alles am richtigen Timing. Oh, da hast du etwas langsam reagiert. Du hast einen Trickschlag ausgeführt, aber auch etwas Energie verloren. Deine Reaktionszeit war fantastisch. Echt? Das war jetzt perfekt, okay. Ja, da weiß ich ja schon. Okay. Was für ein großartiger Trickschlag. Genug der Theorie. Zeit für deinen ersten Spezialschlag. Deine Energie kannst du auf verschiedene Arten erhöhen. Fülle die Energieanzeige komplett, um deinen Spezialschlag ausführen zu können.
Ein Spezialschlag ist eine mächtige Technik, die potenziell ein ganzes Spiel drehen kann. Setzt du die gesammelte Energie frei, ist der darauf folgende unglaubliche Spezialschlag ganz individuell auf dich abgestimmt. Naja, nicht direkt, also die Spezialschläge sehen zwar anders aus, funktionieren aber immer alle gleich. Es ist ein Zielschlag, nur deutlich stärker. Und zwar so. Es sieht wirklich immer gleich aus. Es ist nichts Besonderes. Faszinierend. Du hast alles gelernt, was ich dir beibringen kann. Jetzt bist du wirklich ein großer Kenntnisheld, Mario. Die fünf heiligen Schätze sind im Wald, einer Villa, im Schnee, auf See und im Feuer versteckt. Bitte verhindere, dass Lucius Macht wieder wirksam wird. Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er größtenteils seine Macht wieder erlangen wird. Und zweitens, woher weiß dieser, ich nenne es jetzt mal Geist, wie wir heißen? Vorher, wir haben nie ihm gesagt, dass wir Mario heißen. Das ist ja schlimm. Wir müssen unbedingt diese Machtscheine einsammeln, bevor Luigi und die anderen sie uns wegschnappen. Fünf in den verschiedenen Regionen der Insel versteckten Machtsteine. Da haben wir keine Zeit zu vertrödeln. Beginnt wie im Wald. Wo wir vorhin schon waren? Um dir die Informationen unter So wird gespielt erneut anzusehen, eröffne das Menü. Zum Hauptmenü. Ja. Persönlicher Platz, Solaris Ruine, jetzt bei Mehrspielerpartien und im Realmodus verfügbar. Oh, cool. Ich kann auch so Sachen freischalten. Piranha Pflanzenwald. Hallo Donkey Kong, wir würden jetzt wirklich gerne in den Wald, aber du lässt uns nicht durch, weil es zu gefährlich ist, stimmt's? Ja, dachte ich mir. Dann weiß ich auch nicht, was sie tun sollen. Was meinst du, Mario? Was? In den Wald darf nur, wer seine Tenniskünste unter Beweis stellt? Komisch, dass bei Mario Tennis dann, wie er sich alles um Mario dreht und dass wir dann plötzlich dann gegen alle möglichen Charaktere antreten müssen, um zu beweisen, wir sind der beste Tennisspieler auf dieser Welt. Oh, sieh doch mal, Mario. Ein Tennisplatz mitten im Wald. Oh, Wunder. Plötzlich ist alles voll mit Mario und Tennisplätze und ganz Kram. Gab's vorher nie. Das Netz ist mit Röhren bestückt. Was hat Donkey Kong sich da wohl Gemeines ausgedacht? Ach, was soll's. Solch affige Ideen werden dich schon nicht aufhalten. Gib dein Bestes, Mario. Setz die von Observers erlernten Zielschläge und Spezialschläge ein und versuche, durch Zerbrechen des Gegenschläges einen K.O.-Sieg einzufahren. Das kriegen wir doch hin, oder? Musik. Immerhin. Spiele pro Satz 2, Sätze pro Match 1. Ziehe eine Piranha-Pflanze frei, um Donkey Kong besiegen. DK. Donkey Kong. Wirklich. Easy. Juhu! Also eine Sache kann ich bei dem Spiel nicht und das ist Energieladen. Komm, mach Aufschlag. Komm. Easy, easy peasy. Woohoo! Yeah!
Kann ich gerade mal ernsthafte Gegner haben, wirklich? Also ich bitte euch. Zack. Ein Körpertreffer zurückgespielt und dann auch nochmal ein Körpertreffer. Komm, ich will einmal wenigstens... Ich habe gedacht, ich könnte noch meine Spezialfähigkeit einsetzen, aber nö. Billig. Also wirklich billig, billig, billig. Ach, ich kann mal... Ah! Bist du in einem Tennismatch und schaffst es, deine Energie Erfahrungsreise aufzufüllen, steigt dein Level an. Wenn Marios Level ansteigt, wird er stärker. Wenn dein Schlag herrlich ansteigt, kannst du schnellere Bälle schlagen. Cool, ist das denn? Wenn dein Lauftempowert ansteigt, kannst du dich schneller bewegen. Nein. Wenn dein Wert für Gewandtheit ansteigt, erreichst du schneller deine Höchstgeschwindigkeit. Höhere Level bescheren dir nicht nur bessere Werte, sondern mindern auch die Gefahr, dass dein Schläger bei einem Blockversuch zerbricht. Hinzu kommt noch, dass die Zeitlimits bei Herausforderungen dann großzügiger bemessen sind. Triffst du auf einen Gegner, den du nicht schlagen kannst, kehre zu einem früheren Level zurück, um Erfahrung zu sammeln und dein Level zu erhöhen. Du kannst deinen Status jederzeit überprüfen, indem du durch Drücken von Plus und Minus das Menü öffnest und dort dann Statuswerte ausrufst. Ja. Aber interessant, dass ich jetzt gerade schon sagen, wenn du halt nicht packst, der Gegner ist zu hoch vom Level her, kehrt zurück zu alten Leveln. Das heißt, wir werden irgendwann mal fahren müssen. Scheiße, ich habe nicht gelesen. Also auf in den Wald. Woo! Tschüss! So, runter gehen wir. Oben, unten. Gehen wir hier lang, mal gucken. Waldtrainingsplatz. Okay. Hier geht es wohl nicht weiter. Oh, hier ist ja ein Tennisplatz. Wie praktisch. Vielleicht kannst du dort ein paar Matches gegen stärkere Gegner bestreiten. Oder, ja, wir beide können ein bisschen trainieren. Lass uns doch mal möglichst lange Ballwechsel versuchen, um die vorgegebene Punktzahl zu erreichen. 10 erfolgreiche Schläge hintereinander bringen dir Bonuspunkte. Versuche also stets einen Ballwechsel am Laufen zu halten. Okay. Halt den Ball so lange im Spiel, bis du 200 Punkte erreichst. Oh. Immer nur in die Mitte spielen. Ernsthaft? Alter, wie lange soll ich das jetzt machen, ey? Boah, ich werde gerade total bescheuert, ne? Was? Ey, wirklich tot? Wirklich? Was bist du denn für eine Ratte? Dann lädt er den Schläger auf, ey, und... Alter, Toad, du bist ja eine ganz linke Nummer. Eine ganz linke. Da, zurück. Ich krieg... Nein! Alter, der ist voll link. Alter! Ja, der spielt richtig, ne? Der. Also, ich muss echt aufpassen, ne? Ey, da musst du richtig aufpassen bei Toad. Aber richtig. Ja, komm, machen wir nochmal. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir hin. Komm, das müssen wir hinkriegen. Egal wie. Das kriegen wir hin. So. Das war wohl nichts. Naja, zum Glück gibt es immer ein nächstes Mal. Das kriegen wir hin, das müssen wir hinkriegen. Weil das gibt bestimmt massig EXP. Bestimmt. Aber zumindest. Oh. Nein, was? Ich hab doch gedrückt!
Scheiße. Ah, komm. Nein, ich habe den Ball nicht mehr gekriegt. Scheiße. Ey, Toad, jetzt hör mal auf, Alter. Wir wollen doch die 200 Punkte knacken, oder? Ey, wenn du so weitermachst, kriegen wir das nicht hin. Ey, ganz ehrlich, dieser Toad, der ist aber eine ganz linke Nummer, ne? Aber wir kriegen gerade hier massig EXP dadurch, Bob. Gut, machen wir jetzt so lange, bis wir das hinkriegen, ne? Gutes Training auch für mich selber, dass ich das Spiel lerne. Nur das nervt hier gerade, dass ich das nicht überspringen kann. Weil ich muss mir jetzt so... Ach, guck mal, ich kann es doch überspringen. So, okay. Hab nichts gesagt. Also so ein Pilzkopf, ey. Fick dich. Boah, er war knapp, ey. Boah, Alter, Toad, mach mich hier nicht wahnsinnig, Alter. Geschafft. Das gibt jetzt richtig Erfahrung. Oder auch nicht. Nicht mehr als vorher. Ich dachte mehr. Verarsche. Geschafft, Mario. Es ist fast beängstigend, wie schnell du dich verbesserst. Weil ich bin gut, ne? Also bitte euch. Ganz easy. Pff. So geht das. Da fällt mir gerade noch was ein. Donkey Kong hat gesagt, dass es sehr wichtig ist, die Stabilität des Schlägers im Auge zu behalten. In diesem Wald soll es nämlich Piranha-Pflanzen geben, die einen Ball so kraftvoll zurückschlagen können, dass ein Schläger zerbricht. Wenn ein mit brachialer Gewalt geschlagener Ball in deine Richtung unterwegs ist, versuche ihn mit... Ja, zu blocken, wenn der Ball den Schläger berührt. Mach ich. WhatsApp. Warte, jetzt schon wieder WhatsApp. Wahrscheinlich Julian, ne? Ja, Julian. Oh Gott, was hat der sich geholt? Über 30, was? Über 30 Kilogramm schwere Halbkilo-Endstufe? Hör die gerade Probe. Alter, was ist das denn für ein Monstrum? Alter. Alter, was ist das denn? Da muss ich euch mal kurz zeigen. 30 Kilogramm. Da könnt ihr mal sehen, da sind die Spiele im Hintergrund von ihm. Alter. Voll nicht übertrieben. Voll nicht. Wie Piranha-Pflanzen Biotop. Ziemlich dunkel hier. Und feucht. Und unheimlich. Alles andere als ein Ort, an dem sich ein Toad aus der Stadt wohlfühlt. Oh nein. Mario, wir sind auf Piranha-Pflanzen-Territorium geraten. Wir sehen die Piranha-Pflanzen und Vorsicht vor Feuerbällen. Alter, findet das... Hallo, Rare-Content. Alles fit bei dir? Komm her. Alter, was?
Schlage Feuerwehr zurück und trifft die Piranha-Pflanzen 30 Mal. Wow, shit. Alter! Okay. Aua! Ah, geht doch. Alter. Alter, was? Alter. Okay, das ist schwerer, als es aussieht, ne? Alter, da kann doch jetzt nicht sein. Immer, immer, immer. Alles immer bestens bei mir. Alter. Ey, jetzt geht's aber los, ne? Fickt euch. Fickt euch. Was war das denn jetzt? Komm. Alter. Das sieht so einfach aus, ne? Wow. Alter. Boah, shit, shit, Alter. Kann ich nicht neu starten hier? Nee, kann von hier aus nicht neu starten, schade. Alter. Boah. Das ist schwer. Oh, ja. Das ist ja mega.